In der Sieg. And I just know I feel so good tonight. Oh, if we keep on dancing, take the rhythm to new heights. Feel the heat of passion, baby, light up the night. Mit seiner Fabermännchen-Gang. Hatte ich auch. Hallo Buntstift! Natürlich! Buntstift! Komm in die Mitte, lass dich feiern! Der Buntstift! Ah. Ja, da ist immer noch 10.000 Füller. Immer noch kann der und hat hier oben allerdings schon ein bisschen Abrieb auf dem Ratzefummel. Ja, man merkt, es ist Finale. Da ist die Kraft aber immer noch da. Das ist sensationell. Was ihr drauf habt, super. Wirklich super. Hey. Irre. Was ein Endspurt. Wahnsinn. Ja, aber mit den Freunden im Hintergrund macht das viel mehr Spaß. Das stimmt. Mit den anderen Fabermännchen und Stiften. Sehr, sehr gut. Übrigens ein Riesenapplaus. Die sind schon wieder weg, aber die hören das. Ein Riesenapplaus für die Tänzerinnen und Tänzer. So stark. Und die machen das beruflich. Ihr hingegen ja eigentlich nicht, aber ihr könntet es beruflich machen. Ja, so gut macht ihr das. So, wer ist der Buntstift? Also, ich muss jetzt was sagen. Ich muss die ganze Zeit an Conchita Wurst denken. Weil ich habe Conchita beim Reeperbahn-Festival erlebt. Wir haben ich wurde interviewt. Und da hattest du ganz, ich sag jetzt mal, hohe Schuhe an. Aber diese Bewegung, dieses, und dann das mit dem Kopf, das erinnert mich so an Conchita. Bist du's? Ja, das ist ja mal also, richtig offensiv, Flo. Ich habe auch schon mal mit Conchita zusammengearbeitet. Ja. Ist gar kein schlechter Tipp. Also ja. Conchita ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Power, sehr viel Ausstrahlung. Und Kraft und Eleganz. Kraft. Ja, Eleganz auch. Aber normalerweise trägt sie ja größere, längere Schleppen und Schärpen.
Also das ist schon sehr, sehr... Und längere Finger vielleicht. Aber da sieht Finger. Man auch, was möglich ist und das Talent und alles, was in ihr steckt. Also ich glaube, es gab ja also dieses Herz. Ne? Also wir haben ja, glaube ich, jetzt rausgefunden, Sieger der Herzen. Mhm. Also muss es ein Wettbewerb sein. Eben. Aber auf der anderen Seite gab es auf dieser Kreidetafel auch 5 Herzen und so ein Dreiviertelherz. Mhm. Oder so eins, das so ein bisschen verschwindet. Wir hatten ja schon mal, dank Anne in der letzten Sendung, sind wir aufgekommen auf Club der Roten Bänder. Ja, das ist mega. Und da gibt es ja, ich glaube, 6 Hauptpersonen, von denen auch eine direkt in der ersten Staffel stirbt. Der Leo, glaube ich. Also deswegen dachte ich jetzt vielleicht 5 Herzen, weil sie ja eigentlich eine eingeschworene Gemeinschaft sind. Und einer, der Anführer, ist nicht mehr da. Deswegen ist dieses Herz vielleicht nicht mehr so stark wie die anderen. Dass das so als Symbol da ist. Bild von einem Skelett, haben wir gesehen. Mhm. Und in der Matz war auch die Rede von dem Band der Liebe. Und das würde ja auch wieder zum Club der Roten Bänder passen. Aber du hattest doch letztes Mal auch, du hast doch auch immer gesagt, Luca Heni. Ja, weil ich weiß, dass Luca sich einfach auch wahnsinnig gut bewegen kann. Aber allerdings zweifle ich gerade, weil die Statur doch wirklich eine andere ist. Ich bin jetzt viel mehr bei Timur Bartels. Ja. Zwischendurch habe ich ja auch mal gedacht, Kostja Ullmann. Aber wenn wir wirklich, und dieses ich glaube, diese Richtung Club der Roten Bänder mit Damian Hardung, Ivo Kortlang, ich glaube, irgendeiner von euch steckt da drunter, nur wer? Es wurde auch schon mal Jochen Schropp genannt. Nein, Jochen Schropp hat eine andere Statur, glaube ich. Ja, oder? Ja, größer als Matti ist er auf jeden Fall. Hattest das du nicht doch alle. Hattest das du nicht? Doch, ganz ehrlich, war 1,21. Du bist der Frodo unter den Moderatoren. Ja, das ist richtig. Ja. Selbst Bernhard Hoeker ist 4 Köpfe größer. Ja, es ist so. Du willst meinen Voice-Decoder? Und ich, soll ich mal kurz mit unverstellter Stimme sprechen? Das ist kein Problem für mich. Aber so, Voice-Decoder oder was? Hattest du nicht auch noch Edin Hasanovic irgendwann mal? Ja, den finde ich übrigens auch nicht so schlecht. Ja. Edin? Ja, Edin, der ist sehr vielseitig. Das stimmt. Der ist aber, glaube ich. Guck mal, es dem Steven alles so nicht mehr einfällt, wen er genannt hat. Ne? Es wird doch schwer bei dieser Staffel, ganz ehrlich. Ja, okay, also Voice Decoder? Wir machen einen Voice Decoder. Ein Voice Decoder von Steven für alle. Alle und auch vom Buntstift. Jetzt aber bitte absolute Ruhe. Es wird eine kurze Sequenz mit unverstellter Stimme abgespielt. Gut zu hören. Voice Decoder aktiviert. 2 Tanzstile, ein Buntstift und Las Vegas. Voice Decoder deaktiviert. Also, Las Vegas, große Show. Ich komme wieder zu Conchita Wurst. Oder es ist ein Schauspieler, der diese Bewegung so wahnsinnig gut machen kann, der das einfach, der in die Rolle so dermaßen schlüpft. Okay, das war das Wort, Las Vegas. Aber habt ihr irgendwas an der Stimme? Es könnte, also männlich. Die Stimme würde auch zu Kostja Ullmann passen. Also jetzt auch nicht so weit entfernt, rein vom Klang her. Aber naja. Kostja Ullmann. Wieder bei 20 Kostja. Namen. Gerade also so die Hände, ja, habe ich auch gerade gedacht, das könnte auch Kostja sein. Timo Bartels, Kostja Ullmann, Conchita Wurst, Luca Heni, Edin, Luca. Ah. Halt irgendeiner mit langen Fingern. Und vielleicht noch ein Hund, wer weiß es denn? Ja. Vielen Dank, lieber Buntstift! Ab zum Geodreieck! Du warst toll, wie immer.